Herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir die erste Quest sozusagen, also das erste Gewölbe von Aphrodites Tränen gemacht. Und in der heutigen Folge wollen wir nun, wollen wir nun die zweite machen. Ich weiß nicht, ob wir es zeitlich auch schaffen, das dritte zu machen, aber auf jeden Fall die zweite. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier unten auch schon einiges erledigt. Ich habe hier mal ein paar von den Gewölben gemacht. Ich glaube, das hatte ich sowieso schon. Dummerweise habe ich da gar nicht gesehen, dass es da eine Zusatztruhe gab. Es gab hier unten, ich glaube, das war hier ziemlich genau, da gab es einen, ich glaube, es war Minotaurus-Boss. Den habe ich eigentlich aufgenommen, habe ich zumindest gedacht, aber ich habe es offensichtlich doch nicht gemacht. Ich war die ganze Zeit am Reden, während ich mit dem gesprochen habe, während ich mit dem am Kämpfen war und war mit euch am Reden und wollte dann die Aufnahme beenden und habe dann festgestellt, dass es gar nicht aufgenommen hat. Ja, viel zu sagen ist dazu eigentlich nicht. Bei dem Boss muss man in erster Linie nur ausweichen. Wenn man es schafft, kann man ihn auch gegen die Säulen laufen lassen, weil da sind so Säulen im Kreis. Und dann ist er so ein bisschen betäubt und dann kann man ihn definitiv auch besser treffen. Ja, ich werde jetzt mit euch, wie gesagt, ins nächste Gewölbe reisen. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist. Ungefähr hier. So wie unten rechts, das, was man jetzt doch so einigermaßen sieht, so rund war das mit so Steinsäulen. Und da konnte man ihn dann gut gegenlaufen lassen, dann war er betäubt. Und es scheint da vorne zu sein, wo es so offen ist, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ich finde den so süß, diesen Phönix. Phönix, sag ich schon. Unten ist ein normales Gewölbe, aber es kann auch sein, dass das Gewölbe ist, was wir suchen. Ach so, der Apfel, der wird in dem Gewölbe angezeigt wahrscheinlich. Okay, verstehe. Haben wir hier unten Gegner? Dann können wir hier unten nämlich... Ich habe irgendwo ein Schwein gehört. Da oben läuft eins rum, aber ich glaube, das ist auch nicht böse. Da müssen wir hin. So, die sind definitiv böse. Phoenix näherte sich vorsichtig dem von Ebern bewachten Gewölbe. Eber wie jene, die einst auch Adonis zerfleischt hatten. Hat Adonis sich nicht zu Tode gelangweilt, weil du ihm was erzählt hast? Also die Taktik habe ich jetzt mir ein bisschen angeeignet. Immer wenn ich jetzt irgendwo Gegner sehe, schleiche ich mich nach Möglichkeit ein bisschen heran und schieße erstmal mit den... Och nee, geh mal hier auf den Sack hier. Doch, ich bin großzügig. Wie komme ich denn da rein? Okay. Also ich würde gerne... Ich wollte den jetzt eigentlich nicht kaputt machen, aber ich habe jetzt keine andere Wahl gesehen. So, Fall des Adonis. Achso, das war, weil ich hier reingekommen bin. Ich dachte schon... So, was war das jetzt hier? Warum war das jetzt so? Ah, okay. Ah, verstehe. Ja, müssen wir noch ein bisschen mehr, glaube ich. Vorne noch mal ein bisschen. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorher schon... Ja, aber es sollte eigentlich reichen, oder? Ein Versuch habe ich noch. Ja, perfekt. Okay, gut. Die Frage ist... Was
müssen wir da überhaupt hin? Weil ich von hier aus eigentlich besser darüber kann. Da oben ist ein Lufthauch. Aber ich glaube, können wir da... Können nur die Dinger nehmen. Brauchen wir die denn? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich muss da rüber. Ich sehe jetzt aber keinen Grund. Ich sehe jetzt überhaupt gar keinen Grund, hier irgendwas kaputt zu machen. Oder war das, um das zum Leuchten zu bringen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. So, da haben wir jetzt wieder was. Also ich denke mal, dass wir... Oh, das war die falsche Taste. Ich denke mal, dass wir das kaputt machen müssen, damit das leuchtet. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Boah, das sind so viele von diesen Dingern. Warum kann ich die nicht einfach nehmen? Das wäre doch viel cooler. Ja, ich weiß, so ist es auch ganz cool. Ist aber auch ein bisschen nervig, weil man immer warten muss. Okay, das war jetzt ein glatter Durchschuss, würde ich mal sagen. Okay. Ich weiß auch nicht, wann das andere eigentlich... Ah, jetzt ist es aktiviert. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht machen, oder? Ach so. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Da hinten, wenn das da durchgeht, dann weht der Wind das nach links und dann kommt das nach vorne und irgendwas wird dann aktiviert. Ich weiß nicht genau was. Aber das ist zumindest, damit man da runterkommt. Verstehe. Okay. Nein, es ist immer das Gleiche. Das kotzt mich an. Wenn man beim ersten das nicht richtig schafft, da hoch genug zu kommen. Ach, das ist so nervig. Komm, roll weiter. So, probieren wir nochmal. Also. Gut. Sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, wo der jetzt da genau durch muss. Ich muss hier mal ein bisschen was sehen. So. Okay, das ist schon mal frei. Ah, das war... Oder? Ah, doch, 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 da muss ich hin. Perfekt. Oh, nein, nicht kaputt machen, bitte. Nein. Oder muss ich das weghaben? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher. Ich denke mal, ich muss das weghaben, weil ich sonst selber nicht da hochkomme. Okay, perfekt. Der geht da hinten. Aber die kommen nur nach hier. Wo sollen die denn hin? Achso, doch, jetzt ist es aktiviert. Okay. Die Frage ist nur, ich denke mal, ich muss diese Dinger da runterkloppen. Das war ein bisschen spät, ich weiß. Kann ich die nicht einfach nehmen und selber dahin schleudern? Oder reicht das nicht? Das ist die Frage. Na, das war genau das, was ich nicht wollte.
reicht denn da vorne irgendwie gar nicht, ne? Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Erstmal das anmauern. Ja, aber ich glaube... Ich glaube, das bringt sowieso nicht allzu viel. Ich will das hier nehmen. Hallo. Die kann ich nur runterschubsen. Achso. Das ist doof. Das kann ich auch nicht nehmen. Die kann ich nur rollen, aber nicht... Das ist natürlich genauso doof. Ah, und die gehen nur kaputt. Okay. Ja, dann bringt mir das natürlich nicht allzu viel. Ich muss nur mal... Oh. Ja, dann schieb runter. Aua. So, ich muss mal eben gucken. Da hinten ist jetzt aber nichts aktiviert. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich oben drüber springe. Ja, da muss ich das auf jeden Fall mit diesen Dingern machen. Das ist ja nervig. Es kann sich wirklich nur noch um Stunden handeln. Weil das da hinten zu treffen, das wird echt verdammt schwer. Auch von der Höhe her. Oh, Phönix, geh weg da. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich hätte das... Oh, oh nein, ist nicht dein Ernst. Ach komm. Jetzt so perfekt geflogen. Es geht immer nur rüber. Ach, Leute. Ja, runter. Ja, geht doch. Boah, endlich. Okay. So, jetzt der schwierige Teil. Eieieiei. Oh, lenk mich nicht ab, Phönix. Oh, oh. Lenk mich nicht ab. Okay. Da ist näher, ne? Okay. So doof, dass man jetzt hier nicht... Hallo? Oh nein, bitte, ich will nicht wieder von vorne dann machen. Oh, das ist unfair. Warum haben die hier nicht so ein Ding gemacht? Nein, ich hab's gewusst. Och, leck mich doch. Muss ich den ganzen Mist wieder von vorne machen, nur weil die es nicht hinkriegen, da einen Ring hinzulegen. Ich hasse es, ehrlich. Sorry, dass ich jetzt gerade so leise bin, so ruhig bin, aber... Abgesehen davon, dass mir das natürlich tierisch auf die Nerven geht, muss ich mich jetzt echt konzentrieren hier, dass ich hier keinen Fehler mache. Weil ich wusste hundertprozentig, dass ich da hinten runterfliege, weil das wieder nicht klappt von der Entfernung her. Und es nervt einen dann natürlich doppelt, wenn man es im Vorfeld schon wusste und das dann genau so passiert. Oh Mann, ey. Aber ich muss oben ran. Also ich gehe mal davon aus, ich kann nicht mehr unten durch. Käme ich ja wieder zum Anfang zurück. Das ist Blödsinn. Oh Gott. Hier geschafft. Hier fand Phönix die Träne, die das tragische Ende von Adonis markierte. Die Liebe, die Aphrodite für ihn empfand, würde niemals sterben.
Ja, ja, sie war traurig. Ich hab's verstanden. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen hier. Ein Eber mag den sterblichen Adonis besiegt haben, aber die Eber dieses Gewölbes konnten unsere Helden nicht bezwingen. Da lächelst du schon wieder. Hast du Spaß? Ja? Immer. Außer wenn der Adler kommt, um eine Leber zu fressen. Ja. Stimmt, dann habe ich immer Spaß. Dann habe ich immer Spaß. Was für ein Arsch. Hier kann man gar nichts machen, ne? Okay, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wir da sind. Dauert einen etwas längeren Moment. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und ich sehe euch dann gleich wieder, wenn wir im nächsten Gewölbe angekommen sind. Bis gleich. Da ich gerade Pause habe, macht ihr mal Deo drauf. Ja. Ich teile meine Perfektion mit dieser Welt. Ihr werdet es noch erkennen. Ja, und das, was ihr hier seht, hatte ich in letzter Zeit leider allzu oft. Oh, ich glaube, hier war gerade irgendwo... Irgendwo ein Boss, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo er euch jetzt gerade am Verfolgen ist, das könnt ihr übrigens in diesem Bereich hier sehen. Dieser rot markierte Bereich, da verfolgt ihr euch. Wobei ich da gar nicht bin. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich bin nämlich schon außerhalb. Ich muss aber eigentlich da hinten hin. Wo die Harpie ist, glaube ich. Wenn ich das hier richtig sehe. Na, komm, komm. Wo ist denn die andere? Leute. Zeigt ihr mir das nicht an? Hallo, wo kommen die jetzt auf einmal her? Ich war noch viel weiter weg. Stellvertreterin, okay. Ist das jetzt ein Boss oder was? Sag mal, willst du mich veräppeln? Mal eben gucken. Kommen hier noch andere? Das nervt. Oh, was war das?
Also ich krieg sie zwar getroffen, aber sie heilt sich anscheinend immer wieder auf. Das ist nicht so schön. So, mal gucken. Vielleicht geht's von hier aus besser. Vielleicht auch nicht. Oh, was war das gerade? Na komm. Typhons Zorn und sein Fluch waren gewaltig. Doch Phoenix war ihm entwischt. Fürs Erste. Ja, noch nicht. Beziehungsweise seinem Zorn schon, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, das hier scheint mir so ein Weltboss zu sein oder so. Aber einer von der nicht besonders schwierigen Sorte. Weil wenn die mich schon nicht trifft, und immer nur die gleichen Angriffe macht. Oh, okay, jetzt hat sie mich getroffen, weil ich so blöd war und stehen geblieben bin. Ey, du solltest aufladen, Mädel. Oh, kann die auch mal hier bleiben? Ich denke, das ist hier ihr Felsen. Es war irgendwie unheimlich schwer, die zu treffen. Ich glaube, man kann sie nur treffen, wenn sie so eingewickelt ist. Weil sie sich sonst zu viel bewegt oder so. Boah, es ist nur nervig, dass sie nicht mal näher kommen. Lad auf. Eieiei, ist das ein komischer Boss. Die soll mal näher kommen. Ja, im Moment ziele ich jetzt aber auch ganz blöd. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, ich kann sie jetzt im Moment auch gar nicht treffen, weil sie zu weit weg ist oder so. Keine Ahnung. Schon ziemlich nervig gerade, ne? Hat das denn irgendeine Bewandtnis hier? Oh, ja, so wollte ich es nicht. Ah, okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Mehr? Hätte ich das vorher gewusst? Na toll. Okay, also das scheint die Mechanik zu sein, dass man die in erster Linie mit diesen gelenkten Pfeilen töten soll. Ja, perfekt. Dann haben wir das auch schon mal. Oh, ich habe... Oh. Das möchte ich mir mal kurz angucken.
die sehen ja krass aus. Die sehen schon irgendwie, aber ich finde immer noch, die sehen göttlicher aus. Also nehmen wir die mal. Aber ist schon ganz cool. So, aber das mit Aphrodite ist irgendwie unter uns, ne? Das habe ich jetzt... Ach, warte mal. Ach, kann ja sein, dass das die Mechanik ist, aber gedacht ist es dafür wahrscheinlich nicht, sondern gedacht ist es wahrscheinlich eher dafür. Dann machen wir das auch mal eben. Nein, falsche Taste. Ja, ein bisschen nah dran. Das war eine Kernherausforderung, dass man blöd schießen soll. So, den haben wir schon mal. Ja, ist okay. Perfekt. Dann haben wir die Truhe auch. Hoffe ich zumindest. Und ich höre noch eine Lyra. Da, das muss ich mir aufschreiben. Moment, Moment, Moment. Zettel. Aber so, dass ich was sehen kann. 2, 4, 1, 3. Also 2, 4, 1, 3. Machen wir nochmal. 1, 3. Okay, perfekt. Dann können wir das eigentlich nochmal eben zum Abschluss machen für diese Folge. Ja, eigentlich müsste ich jetzt nochmal nach hier kommen. Das ist dann aber auch blöd, wenn ich das jetzt zum Abschluss der Folge mache. Dann würde ich das vielleicht doch lieber in der nächsten Folge machen. Wie komme ich jetzt in dieses Verlies? Das sieht nämlich hier nicht so schön aus. Nicht so, als ob ich da gerne runterklettern möchte. Da hinten ist ein Verlies eingezeichnet. Aber das ist nicht das, oder? 130 Meter. Sollte hier auf der Seite sein. Rein theoretisch zumindest. Na gut. Der grausame Typhon hatte Aphrodites Tränen der verlorenen Liebe dort versteckt, wo Adonis vor ihr weggesperrt worden war. Oh, buhu, der arme, hübsche Junge. Also bitte, ich war gerade erst fast einen Monat bei Hades in der Unterwelt und es war zum Sterben. Da warst du also, als Typhon angegriffen hat. Ich musste den neuen Wein der Lethe probieren. Du weißt ja, wie das ist. Man vergisst einfach die Zeit. Den neuen Wein der Lethe, so, so. Okay. Also, ich würde sagen, da das jetzt auch wieder mit einem Rätsel schon draußen verbunden ist und wir dann ja auch nochmal rein müssen, ich denke mal, dass das da hinten der Bereich ist, wo wir hin müssen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann dieses Rätsel in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann! Ciao!